Hallihallo bei Conny Canarias. Ja, wir haben natürlich wieder Hitzewelle und wo hält man es am besten aus? In einem zunen Einkaufszentrum natürlich. Hier ist alles schön klimatisiert und richtig schön kühl. Und ich nehme euch hier mal eine Runde mit, obwohl ihr es sicher schon kennt, aber trotzdem eine kleine Runde hier in Vecindario im Atlantico. Ja, hier wird natürlich alles angeboten, Schmuck, Klamotten ohne Ende und natürlich auch Bikinis, ganz, ganz wichtig hier bei Calzedonia. Die sind ja in allen großen Einkaufszentren vertreten, im Süden auch im El Tablero. Und dort bekommt ihr die schönen bunten Bikinis. Ja, hier haben wir Springfield und Bull & Bear natürlich, auch wie überall in den anderen, die gleichen Geschäfte. Ja, und natürlich auch Intimissimi, das Nette unten drunter, ist ja auch was Wichtiges. Und hier haben wir Ulanka, der Laden, der ist also neu. Den haben sie hier neu aufgemacht. Haben wir schon auf dem Festland in Valencia gesehen, Ulanka-Geschäfte. Da werde ich gleich mal einen Blick reinwerfen und mal schauen, was es da denn gibt. Mango nicht zu vergessen. Und da gibt es immer mal schicke Sachen. Da habe ich auch meine Sachen her, Mango und Sara, das sind so meine Geschäfte, wo ich so das meiste bekomme. Ja, wenn euer Koffer zu Schrott gegangen ist, hier bekommt ihr einen neuen. Natürlich auch Qualität. Also nicht irgendein Chinesenzeug, sondern hier bei Paco Martinez. Wenn ihr einen neuen Koffer braucht, seid ihr hier richtig. Und für die Sportlichen unter euch, natürlich Markenware, klar, Adidas, Nike, aber auch die Eigenmarke wird hier verkauft und die ist dann immer etwas günstiger bei Sprinter. Und für die Kleinen wird hier natürlich gesorgt bei Niki, den gibt es schon sehr lange. Spielwarengeschäft ist auch sehr groß, wie ihr sehen könnt. Also hier linke Seite ist mehr so die Mädelsabteilung, da ist es etwas mehr pink und rosa. Und nach rechts wird es dann blauer, da sind dann ja die Jungssachen, wie Autos, Flugzeuge und solche Sachen. Lefties, das ist ja sozusagen die günstigere Marke von unserem Armancia Ortega. Das ist ja der Chef von Mango, Sara und Co., der Besitzer. Und Lefties ist sozusagen die ja, günstigere Seite von den anderen Läden. Schuhe, ganz wichtig, für mich auf jeden Fall. Und allerdings die Winterkollektionen, das ist nicht so meins. Ich bin dann doch mehr für den Sommer. So, und hier gibt es auch immer mal Badesachen, Unterwäsche, Woman's Secret, auch schöne Sachen. Da könnt ihr ruhig mal reinschauen. Weil den Woman's Secret gibt es nicht in jedem Einkaufszentrum. Ja, dann haben wir Taschen natürlich, Rucksäcke. Und hier ist Parfois. Die haben eigentlich immer mal ganz nette Sachen. Die sind auch immer verschieden ausgestattet, je nach Filiale. Ich habe also diese Läden in Sevilla gesehen und in Valencia mit
anderer Ware, als sie hier verkaufen. Aber da findet man auch immer mal was Nettes, was Schickes, was Ausgefallenes. Auch wenn es nur mal ein Rock ist oder ein kleines Täschchen. So, das hier Kuwe Sneakers ohne Ende. Und natürlich auch ein paar Shirts und Sweatshirts. Kindermoden natürlich auch. Die dürfen hier nicht fehlen. Denn für die Kleinen muss ja gesorgt werden. So, dann gehen wir doch einfach mal in die andere Richtung. So, hier sind wir wieder an der Rolltreppe nach unten zum Parkhaus. Und wir gehen jetzt mal Richtung Zara. Klar, Zara darf natürlich nirgendwo fehlen. Ja, und natürlich gibt es hier auch etliche Telefonläden. Hier haben wir zum Beispiel einen Mi-Laden. Dort bekommt ihr nur Mi-Produkte und Telefonhüllen. Hier mittendrin gibt es was Süßes. Und hier haben wir Bershka. Ja, junge Mode, aber da können ruhig auch mal die Älteren reinschauen, irgendwas Passendes. Findet man nämlich da auch ab und zu irgendein Oberteil oder ein Unterteil. So, und hier drüben noch mehr Sportschuhe. Ja, hier wird Sport großgeschrieben, gibt hier also verschiedene Geschäfte für sportliche Aktivitäten. Und hier wird es bunt bei Desigual, aber das kennt ihr ja. Das ist ja ein bisschen so mein Stil, die bunten Sachen. So, und hier vorne kann gegessen werden. Und da hinten in der Ecke haben wir Yelmo, das sind die Kinos hier im Atlantico, Einkaufszentrum Atlantico in Vecindario. Aber die Filme dort in Spanisch, das heißt, ihr müsst Spanisch können. Und ja, wenn ihr Lust auf Spanisch lernen habt, bei mir gibt es Privatunterricht, könnt ihr euch ja gerne mal informieren. Für die, die im Süden wohnen, Raum Maspalomas. Und vielleicht finde ich ja für euch noch ein freies Plätzchen, denn im Moment ist eine hohe Nachfrage, das ist natürlich gut. Aber wie gesagt, bei Interesse meldet euch ganz einfach mal und dann schaue ich, was ich machen kann. So, das war ein Besuch hier im Einkaufszentrum Atlantico in Vecindario. Also wenn es draußen zu heiß ist, dann ist man hier ganz gut aufgehoben. Es war also recht kühl, zum Beispiel hier bei Zara eben drin. Die Klimaanlage, die läuft auf Hochtouren und es war also richtig kalt. Und ja, mit diesem Blick sage ich dann auch Tschüss und bis zum nächsten Mal.